Moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Stadtderby. Am Freitag 18.30 Uhr geht's für unseren HSV ans Millerntor. 700 Gästefans, 7 HSVer und HSV, 700 HSVerinnen und HSVer sind mit dabei, was uns sehr, sehr freut. Und heute ist bei mir unser Cheftrainer Tim Walter und wir fangen an mit euren Fragen bzw. ihren Fragen. Und ich schaue mal fix, wer den Anfang macht. Das ist Wolfgang Stephan vom Stader Tageblatt. Ja, mal überraschend. Moin, moin in die Runde. Moin. Herr Walter, 4 Punkte und im Pokal weiter. Wie zufrieden sind Sie mit der Umsetzung des Walder Fußballs nach diesen 3 Spielen? Und entspricht dieser Stand der Zufriedenheit auch Ihrer Erwartungshaltung? Na, ich glaube, ich habe es bereits angesprochen. Ich bin mit der Art und Weise, wie wir agieren, wie wir uns Torchancen herausspielen, wie intensiv wir gegen den Ball arbeiten, bin ich sehr zufrieden. Klar hätten wir uns gewünscht, letzte Woche noch 2 Punkte mehr zu holen. Trotzdem glaube ich, bei dem Stand, den wir jetzt nach 7 Wochen zusammen haben, dass wir da auch zufrieden sein können. Aber wir geben uns mit dem Ganzen auch noch nicht zufrieden, weil wir haben schon noch ein bisschen was vor. Also zum aktuellen Zeitpunkt zufrieden, aber immer zu verbessern. Finn Freitag von Radio Energy macht weiter. Jawohl, moin in die Runde. Moin. Moin. Wir haben es gerade schon gehört. Aktuell sieht das ja so aus, dass 700 Zuschauer ins Stadion mit dürfen von den HSV-Fans. Das sind jetzt ein paar weniger als die vom FC St. Pauli. Da dürfen, glaube ich, 10.000 mit rein. Wie wichtig ist es aber trotzdem jetzt für Sie und auch für Ihre Mannschaft, dass diese 700 Fans mit dabei sein dürfen? Gibt das nochmal so einen richtigen, ja, so einen kleinen Schub? Ja, es sind ja immerhin schon mal mehr, als in Braunschweig dabei waren, ja, mit denen wir auch schon sehr, sehr zufrieden waren, weil es uns freut, dass wir so eine Unterstützung erfahren, wenn es möglich ist. Und von daher 700 sind besser als gar keine. Also sind wir sehr, sehr froh und wir hoffen, dass diese 700 die anderen 10.000 auch übertünchen. Thomas Hörner von der Süddeutschen Zeitung. Ja, hallo Herr Walter. Moin. Das Hamburger Derby ist ja auf jeden Fall ein Spiel, wo es drumherum auch kracht und knallt. Manchmal im besten Sinne, manchmal im vielleicht nicht ganz so guten Sinne. Inwiefern haben Sie vielleicht schon erfahren, was für eine große Bedeutung dieses Spiel in der Stadt hat? Ja, ich glaube, Derby-Stimmung ist allgemein so zu handeln. Ich kenne es leider aus dieser Stadt jetzt noch nicht, aber aus einer anderen Stadt. Und da weiß man einfach, dass es darum geht, seinen Verein und seine Farben zu vertreten. Und genau das haben wir uns vorgenommen und genau das wollen wir auch auf dem Platz zeigen. Thorsten Vorbau vom NDR Fernsehen mit der nächsten Frage. Hallo Herr Walter. Moin. Moin. Sie haben ja gesagt, Sie arbeiten jetzt seit 7 Wochen mit der Mannschaft zusammen und tatsächlich haben ja auch viele Menschen in der Stadt mitbekommen, dass Sie der neue HSV-Trainer sind. Wenn Sie jetzt so im Umfeld gucken und schauen, Derby-Stimmung, werden Sie schon darauf angesprochen? Erkennt man Sie und sagt, Mensch, Tim, so mach das mal so und so oder dies und das oder kriegen Sie was von dieser Derby-Stimmung mit? Ja, absolut. Also die Menschen hier sind durch die Bank positiv, egal wo ich bin. Wird dir Glückwünsche und viel Erfolg gewünscht und es ist eine große Begeisterung und eine Freude erstmal auf das Spiel, aber uns wird die Unterstützung komplett zuteil und es macht einem natürlich Spaß. Alexander Heger von Rock Antenne Hamburg. Hallo Herr Walter, moin. Moin. Auch wenn das ein Derby auf dem Platz des Stadtrivalen ist, trotzdem Freitagabend auf dem Heiligen Geistfeld, da steht der Dom aufgebaut nebenan und endlich wieder Fans, vor allem auch bei einem Derby im Stadion. Das ist doch das, wovon Fußballromantiker träumen, oder? Und dazu die Anschlussfrage, zählen Sie sich dazu, also zu den Fußballromantikern, oder ist Ihnen das eigentlich egal, Hauptsache 3 Punkte am Ende? Ja, 3 Punkte sind immer schön, aber ja, wir spielen ja Fußball, weil es uns Spaß macht. Und so wie Sie es bereits ansprachen, genau das ist es. Ja, Freitagabend, Flutlicht geht an, du siehst die Lichter vom Dom hinten dran. Und darum spielen wir auch Fußball. Also wer Fußball zu spielen beginnt, der träumt von sowas. Und natürlich ist es wunderschön, das zu erleben. Und das ist auch für meine Spieler schön und ein gutes Gefühl. Natürlich, wenn man dann noch 3 Punkte holen, ist es natürlich umso schöner. Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt.
oder nicht? Henrik, bist du da? Hallo? Sonst switchen wir zum Kollegen Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Das Abendblatt wartet noch auf den Abend, ne? Ist ja das Mittagsblatt, ne? Aber ja, ich wollte mal sportlich fragen und nicht nur nach Flutlicht und Fans. Jeremy Dusciak hatten Sie ja heute im Training in der Rolle, die ihm auch am Freitag gefallen würde. Wie sehen Sie denn den sportlich und fitnesstechnisch hergestellt? Jerry ist immer eine Option, ist ein Teil der Mannschaft. Und von daher ist jeder Spieler, der ein Teil der Mannschaft ist, ein möglicher Kandidat für die Mannschaft. Dann gibt es, glaube ich, noch eine Nachfrage. Ich habe es akustisch aber nicht verstanden. Ich sage, vom Fitnessstand wäre der topfit. Ja, also größtenteils, ja, dass er natürlich immer noch ein bisschen zulegen kann, ist klar, aber größtenteils ist er wiederhergestellt. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, die dann auch wichtig sind für eine Mannschaft. Und deswegen muss man mal abwarten. Sven Töner macht weiter von Sky. Hallo Tim. Timo Schulz und Sie haben sich ja bislang noch nicht kennengelernt. Das wird sich ja am Freitag ändern. Er äußert sich natürlich, sagen wir mal, auch irgendwie anerkennend über den Stil des HSV unter Ihnen. Wie sehen Sie St. Pauli unter Timo Schulz, dessen fußballerische Handschrift, und wie nehmen Sie ihn auch als Typen wahr? Ja, ich habe es bereits schon angesprochen. Wir kennen uns nicht, aber er wirkt sehr sympathisch. Das ist, glaube ich, immer wichtig in der Außendarstellung, in der Wahrnehmung von einem, dass St. Pauli die letzten Monate anders agiert. Das ist natürlich dann auch seine Handschrift, aber wir sind der HSV und deswegen habe ich damit genug zu tun und schaue dann trotzdem mehr auf uns, dass wir unsere Abläufe, unsere Bereitschaft, unseren Mut am Tag legen und das ist für mich das Entscheidende. Wir probieren es nochmal beim Abendblatt, allerdings diesmal mit Stefan Walter. Ich weiß jetzt nicht, was mein Kollege Henrik fragen wollte, aber mich würde interessieren, dadurch, dass Marco Johansson ja bereits im Anflug nach Hamburg ist oder eigentlich sich auch schon in Hamburg befindet, der Transfer unmittelbar bevorsteht. Jetzt ist es natürlich noch nicht offiziell und es ist alles noch ein bisschen konjunktiv, aber man geht ja davon aus, dass bis Freitag der Wechsel über die Bühne gehen wird. Könnten Sie sich denn vorstellen, dass Johansson dann auch schon dem Kader angehören wird und bleibt Daniel Heuer-Fernandes Ihre Nummer 1? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Darum kann ich dazu nichts sagen. Und das andere Thema ist leidig und deswegen haben wir alles schon dazu gesagt. Kurz und knapp, also machen wir weiter mit Roland Kahl von HL Sports. Ja, moin moin aus Lübeck. Moin. Wie sieht es denn aus mit dem Aberglauben bei Ihnen? Spiegel zerbrechen, unter der Leiter durchlaufen und Freitag der 13. Und zweite Frage vielleicht noch im Anschluss. Die Bilanz in der zweiten Liga spricht dagegen den HSV. Wie kann man das am Freitag ändern? Also wer selbstbewusst ist, glaubt an seine eigene Stärke und nicht an Aberglaube. Und das andere, wir werden genauso ins Spiel gehen, was uns die letzten Spiele auch ausgezeichnet hat. Also, dass wir viel Dominanz haben wollen, dass wir intensiv sein wollen, dass wir Bereitschaft zeigen und dass wir mutig sind. Weil das wird es auch am Wochenende oder am Freitagabend wieder ausmachen. Weil wer da keinen Mut an den Tag legt, der wird den Kürzeren ziehen. Niklas Löwendorf von Sport 1. Genau, moin. Moin. Wenn man so ein bisschen in die jüngste Derby-Vergangenheit guckt, sieht man, in den letzten 19 Jahren hat der HSV nur einen Sieg einfahren können. Der HSV sonst immer natürlich der Favorit in dem Stadtduell. Würden Sie sagen, das Duell ist so ein bisschen mittlerweile auf Augenhöhe gegen den FC St. Pauli? Also ich glaube, alle Spiele in der zweiten Liga sind größtenteils auf Augenhöhe. Und das, was in der Vergangenheit war, interessiert uns nicht. Das Spiel beginnt bei 0-0 und wir werden dann schauen, was am Freitag bei rauskommt. Kai-Uwe Hesse nochmal für die Bild.
Naja, ich muss die Abendblatt-Frage noch mal ein bisschen umformulieren. Unabhängig von Namen, reicht es einem Trainer, wenn er einen Spieler nur einmal oder zweimal im Training, na einmal ist es ja nur im Training hatte, ihn dann in den Kader zu nehmen? Also wer mich kennt, der weiß dann schon, wie ich ticke und dass die Mannschaft und die Werte, die ich vorlebe, damit nicht einhergehen würden. Sven Tönner, zu dem gehen wir auch nochmal ins Auto. Ja, vielen Dank. nach dem Pokalspiel gab es ja doch ein paar Kritikansätze. Sie hatten auch die Notwendigkeit gesehen, sagen wir, ihren Spielern nochmal die Sinne zu schärfen. Da ging es auch um Bereitschaft. Also ohne Bereitschaft wird man ja im Derby gar nichts reißen können. Hat sich das in Ihrer Ansprache an die Mannschaft auch noch ein bisschen in die Trainingswoche reingezogen oder haben Sie den Eindruck, die hatten direkt verstanden? Also nochmal, es ist Kritik ist gut und ist dafür da, den Jungs bewusst zu machen, was vielleicht nicht ganz so in dem Sinne war an dem Abend. Das bezieht sich aber immer auf uns, also als wir, als den HSV, als die Mannschaft. Da geht es nie um Einzelne, sondern das versuche ich dann schon und da beziehe ich mich mit ein, im Groben und Ganzen, im Großen und Ganzen zu lassen. Das werde ich auch immer so tun. Ich werde es aber auch auf den Punkt bringen, aber intern wird dann schon ganz klar angesprochen, was Sache ist. Aber grundsätzlich denke ich, dass die Jungs das so verstanden haben und ich auch für mich dann meine Lehren draus gezogen habe, genauso wie hoffentlich auch mein Team, weil wir sind der HSV. Lars Pegelow, NDR 90,3. Hallo Herr Walter, freut sich Abschlag. Moin. Über die Werbung, ha? Klar. Ich würde auch gerne nochmal anknüpfen an der Frage von dem Kollegen eben, also Lehren praktisch aus dem Braunschweig-Spiel. Ich weiß nicht, ob Sie es so zuspitzen können, was Sie daraus ziehen aus dieser Partie, also welche Fehler Sie vermeiden müssen. Oder anders gefragt, würden Sie sich das gegen St. Pauli, den Zweitligisten, auch nochmal erlauben können, so einen Bruch im Spiel zuzulassen? Ich glaube, dass es Brüche immer geben kann im Spiel. Ja, wir müssen nur die Phasen geringer halten und wir müssen bereit sein, wach sein und aufmerksam sein. Und ich glaube, das ist nicht schwierig, aufmerksam zu sein in einem Spiel, in dem ich von vornherein schon die Spannung drin habe, die ich gerne hätte. Und da geht es nur um Sequenzen und auch teilweise Sekunden. Und wie gesagt, diese Phasen wird es immer wieder geben. Aber Aufmerksamkeit ist schon sehr wichtig und das wissen die Jungs, das wissen wir. Wir haben die Sinne geschärft und wir wissen genau, damit umzugehen. Roland Kahl nochmal bitte. Ja, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie schon mal ein Derby miterlebt haben. Welches war das und spielt das jetzt für Sie eine große Rolle oder sind Sie da ganz entspannt und easy drauf vor einem der am häufigsten stattfindenden Derbys in Deutschland zwischen St. Pauli und dem HSV? Und vielleicht noch eine zweite Frage dazu. Klaus Jasula ist ja nun in Darmstadt. Wie groß ist in Anführungsstrichen der Verlust für das Walter-System? Also erstmal, ich habe Derbys miterlebt, ob das mit den kleinen Bayern war oder mit dem VfB. Hier habe ich es leider noch nicht miterlebt, leider. Darf es aber am Freitag Gott sei Dank erleben und ich freue mich riesig darauf und auch meine Mannschaft. Wir freuen uns ganz, ganz arg auf das Derby, weil wir genau das deswegen auch Fußball spielen, ja, um solche Momente dann auch genießen zu können, haben zu können, zeigen zu können, was in uns steckt. Und ich glaube, dass es im Fußball nichts Schöneres gibt, auch letztendlich geht es darum, dann, dass wir Fußball spielen. Und das andere war Klaus. Ich war mit Klaus ganz klar, wir waren immer offen und ehrlich zueinander. Der ist in Gesprächen mit anderen Vereinen, was letztendlich und wo das jetzt letztendlich ist, das könnt ihr spekulieren. Ich weiß nur, dass er in Gesprächen ist und mehr nicht. Wir probieren es nochmal mit einem Gespräch mit Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt. So, könnt ihr mich jetzt hören? Können wir. Oh, jetzt ja. Sehr gut, immer dranbleiben, mutig sein. Bereitschaft zeigen. Genau, gegen Pressing. Meine Frage wurde auch eigentlich schon beantwortet. Ich wollte aber nochmal eine andere Frage stellen. Und zwar,
sind ja zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften. Was wäre Ihnen denn lieber, wenn Sie wählen müssten? So ein stabiles 0-0 oder dann doch lieber ein spektakuläres 4-4? Ja, mit einem Tor mehr für uns wäre mir beides recht. Wolfgang Stephan nochmal vom Standard Tageblatt. Ja, ich würde gerne nochmal die Frage stellen, die wir vielleicht auch im Eingang schon hätten stellen müssen. Herr Walder, vielleicht können Sie nochmal einen Überblick geben über die personelle Situation für Freitagabend. Sind alle fit, bis auf Tom Mickel. Jetzt muss ich selber auf meinen schlauen Zettel gucken. Klar, Ambrosius wird fehlen, Meissner, also Robin auch nicht dabei. Das sind so die drei, die ausfallen. Babak Milani von der Bild-Zeitung hat die nächste Frage. Moin, Herr Walter. Moin. In den letzten Derbys hatte man so von außen den Eindruck, dass die HSV-Mannschaft nicht so sehr den Sieg will wie St. Pauli und nicht so viel Leidenschaft zeigt und nicht weiß genau, dass es ein Derby ist und dass die Fans und alle Leidenschaft und Wille zeigen wollen. Können Sie versprechen, dass es am Freitag anders sein wird und dass man wirklich eine heiße HSV-Mannschaft auf den Rasen schickt und auch so spielen wird? Also das Ziel ist es auf jeden Fall. Ja, aber es spielen ja natürlich in solchen Spielen auch immer Kleinigkeiten die Rolle. Aber die Grundtendenz und die Grundeinstellung wird sein, ja, dass wir alles reinhauen, ja, dass wir versuchen, Leidenschaft natürlich auf den Platz zu bringen, Intensität auf den Platz zu bringen. Das sind Grundtugenden, die erwarte ich eigentlich von meinen Mannschaften. Die muss aber jeder Trainer von seiner Mannschaft erwarten. Ja, und dann, wenn es dann darum geht, ob dann das Glück vielleicht auf die eine oder auf die andere Seite ausschlägt, ja, da kann man nicht davor gewappnet sein. Aber letztendlich die Grundtugenden, glaube ich schon, dass wir das versprechen können, dass wir die auf den Platz bringen. Was davor war, ob das jetzt so war oder nicht war, das kann ich nicht beurteilen, ist mir auch egal. Wir versuchen das am Freitag auf den Platz zu bringen, um letztendlich dann auch das Spiel auf unsere Seite zu ziehen. Sehr schön, dann sehe ich keine weiteren Fragen mehr. Tim, vielen Dank für deine Zeit, danke für eure Fragen und dann sehen wir uns morgen bzw. am Freitag wieder.